Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Dragomina. Und wir hatten letzte Folge begonnen, uns ein bisschen aufzumachen, raus aus unserer Enklave, raus aus den Höhlen, den Minen von Moria, beziehungsweise Thorins Halle oder wie man es auch nennen mag, und ein bisschen die Welt zu erkunden und quasi als Endziel dieser Expedition Ton zu finden, um damit dann auch unsere Hallen auskleiden zu können. Und das werden wir jetzt auch machen. Hier gibt es wieder Abendessen. Für ein Bett brauchte ich ein Schaf. Komm runter, komm runter. Aber fall nicht in die Lava. Nein. So, schaffe ich es, dich zu töten, ohne dass du in die Lava fällst? Yep. Bald wird es auch Nacht. Ich frage mich, ob ich die Nacht quasi durchspielen soll, durchrennen soll oder tatsächlich schlafen soll. Weil jetzt können wir ja eigentlich auch da zu Hause schlafen. Aber so eine Expedition nachts ist auch ganz interessant. Aber eigentlich nicht im Wald. Das heißt, ich hier ist etwas freier. Ich werde hier ein Bett bauen und wir werden uns zur Ruhe betten. Ah, die ganze Erde haben wir da gelassen für unsere Überquerung des Lava-Ozean-Ausläufers. Ja, da ist die Sonne am Aufgehen. Keine Monster sind gespawnt, weil wir ins Bett gegangen sind, bevor die Monster hätten spawnen können. Das finde ich recht gut. Weiter geht's. Normales Wasser. Verdammt, ich habe weder eine Karte mitgenommen, noch die Koordinaten mir irgendwie aufgeschrieben von unserem Zuhause. Das heißt, mit etwas Pech finde ich nicht mehr zurück. Ah, wir müssen nach Norden gehen, nach Norden, das ist gut. Nach Norden. Ich frage mich, ob ich genug Material habe für eine Landkarte, aber ich glaube nicht, weil man da irgendwie Papier braucht. Und das macht man irgendwie aus, weiß nicht, Zuckerrohr oder so. Keine Ahnung. Ja, das heißt, es wird eine ganz wilde Expedition hier. Hat auch seinen Reiz, aber ich würde schon gern zurückfinden irgendwann. Ich würde ganz gern mal was anderes als Wald sehen. Und wir sind auf einem Gipfel angelangt. Ich werde versuchen, hier irgendwie auf die Bäume zu klettern. Genau, Erde wollte ich auch immer mal so, wenn es sich anbietet, mitnehmen. Oh, verdammt. So. So, von da kommen wir irgendwo. Das könnte sogar hier unsere Schlucht sein. Da fackelt wieder was ab. Da ist Ebene. Da werde ich mal dann hingehen, denke ich. Da können wir auch Pferde finden. Boah, das wäre mega cool, wenn wir Pferde finden würden. Ich habe aber keinen Weizen, um die Pferde zu zähmen. Aber dann könnten wir große Strecken schnell zurücklegen. Aber wir müssen halt einen Sattel finden und die Sättel gibt's nicht einfach so, die kann man auch nicht einfach herstellen, sondern man muss sie finden in Truhen, entweder irgendwie bei Dorfbewohnern oder in Dingens, Dungeons. Und ja,
Mein Bruder und ich haben auf unserem privaten Stand, und da sind sie schon, die Pferde. Letztens auch Pferde gefunden und auch zwei Sättel, genau zwei Sättel. Und das hat halt mega gepasst und das war mega cool. Und aber das ist halt auch Glückssache. Hier ist noch eine Höhle, die man irgendwie erforschen könnte. Mache ich auch mal eine Fackel hin. Hier sind Pferde. Die könnte ich zwar jetzt zähmen, aber dann würde ich quasi, dann würde ich mich zwar auf die setzen können, aber nicht mit denen reiten. Und das bringt recht wenig. Da sind noch mehr Pferde. Und das alles ist durchlöchert von Höhlen hier. Und ich muss wieder rüberkommen. Ich muss echt Erde abbauen. Ich muss daran denken. Ich frage mich, ob es da ins Landesinnere rein auch so viele Lavaseen bzw. Lavaflüsse, Lavaozeane, Lava, was auch immer gibt. Weil ich finde, gegenüber so normalen Welten mit normalem Wasser sind doch recht viele Ozeane und Seen da. Und ich hatte noch nie so viel Wasser in der normalen Wasserwelt. Auf einem Haufen quasi. Inventar ist bald voll, verdammt. Ja. So, einfach mal hier schleichen, rückwärts gehen. Und das passt schon. So, hier sind wieder Pferde. Überall Pferde und hier ist auch noch so ein Höhleneingang. Es gibt so viele Höhlen. Vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal in welche. So, hier wieder Abendessen. Renn nicht weg. Kuhschubser Erfolg. Ich guck mal gerade, was ich alles so zu machen habe noch. Ah, alles was jetzt so folgt hier so wäre in den Minen. Verdammt. Ich habe zu viele Zeugs hier. So, ich werde jetzt mal hier eine Kiste einfach mitten. Oh, hier ist ein Rand, der sich ausbreitet, hinsetzen. So. Damit ich da einfach mal ein paar Sachen zwischenlagern kann. Wo ist sie? Da. Das brauche ich nicht zwangsläufig. Das brauche ich nicht zwangsläufig. Nee, das behalten wir mal. Blumen brauche ich auch nicht zwangsläufig. Die muss ich dann halt nur irgendwann wieder einsammeln. Zaun auch nicht. Falls ich mal was verliere, Kohle so halb. Eier eigentlich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das lasse ich mal drin. Das auch nicht. Das auch nicht.
Ja, und jetzt geht's eigentlich wieder. So. Und ich ziehe weiter. Oh, da sind schöne braune. Oh, ich mag die braunen irgendwie besonders. Weil die sind halt so braun mit schwarzer Mähne, halt braune. Und dass die zum Beispiel so ein bisschen ockergelb, keine Ahnung, hässlich aus. Also nicht ganz so schön hier. Und ein Esel. Und ich mag die sehr. Hier ist schönes normales Wasser und nur so ein bisschen. Weil das der, keine Ahnung, Dungeon, wo mein Bruder und ich in unserer privaten Welt die Sättel gefunden haben, das war halt in dem Fluss. Und deswegen gucke ich auch hier ein bisschen, ob da so in so Wasserlachen. Und schwarze, boah, hier haben wir echt alles, ob in so Wasserlachen denn auch sowas ist. Ich finde einfach Ebenenlandschaft total schön irgendwie, weil das ist halt so weitläufig und da kann man so weit gucken und da könnte man eigentlich riesige, totale, freie Gebäude bauen quasi. Aber andererseits gibt es da nicht groß was zu gucken. Und das, womit diese Expedition eigentlich am besten ausgehen könnte, das wäre meiner Meinung nach halt so Plateau. Wow. Wow. Alter. Ha, wie geil ist denn das? Wie geil ist das bitte? Lava mit Sumpfwasser und Obsidian? Alter, wie geil! Boah, ist ja mal richtig cool. Richtig cool. Mega. Boah. Cool ist das denn? So der Sumpf des Jahrhunderts oder so. So der Obsidiansumpf. Hoch, warum springe ich? Der Obsidiansumpf. So, ich mache jetzt mal hier so Folgen. Thumbnail-Bild. Aber Hammer! Da haben wir einfach mal Wasser und Lava nebeneinander. Hammer! Geil! So, ich stelle jetzt mal ein Bett auf und lege mich schlafen. Aber das ist ja mal mega. Mega, Alter. Wie cool. So. Boah, das ist echt mega. Mal geil. Wie geil. So, Moment, ich schreibe mir mal eben die Koordinaten davon auf. Hammer.
Hammer. Boah, das ist doch mal cool. So, ich habe hier jetzt ein bisschen Zuckerrohr. Ich weiß nicht, kann man mit... Wie kann man Papier nochmal machen? Weil dann würde ich hier eine Karte machen, die das hier quasi so zum Zentrum hat. Und hinterher haben wir so verschiedene Karten, die verschiedene Stellen dieser Welt quasi auf verschiedene Art darstellen. Verdammt, ich habe nicht genug. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich mit Zuckerrohr geht. Aber das hätte irgendwie was. So, hoffentlich fackelt die Werkbank hier jetzt nicht ab. Wo ist denn noch Zuckerrohr hier? Ich glaube, es gibt doch etwas, was hier Dingens toppen kann, das Plateaubiom. So, wie viel habe ich jetzt? 10. Nee, Papier. Wie geht Papier nochmal? Also Buch geht mit Leder und Papier, aber Papier? Auch aus... Moment, Moment. Das will ich jetzt definitiv genau wissen, wie jetzt Papier geht. Ich google das mal eben, also mache ich ja eigentlich nicht hier im Let's Play, quasi hier so rausgehen. Oder Moment, Moment. Die Folge ist jetzt eh gleich zu Ende. Ich beende die Folge dann hier einfach. Boah, ich finde das gerade hier mega cool, so ein Obsidiansumpf. Und google das dann halt, bevor ich die neue Folge starte. Ich bin gerade echt hier. Ich finde das voll cool hier. Fast eigentlich noch besser als unser bisheriger Ort. Ja, jedenfalls, die Folge ist hier an dieser Stelle beendet. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wo ich dann nachgeguckt habe, wie man Papier herstellt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wie findet ihr den Obsidiansumpf? Hattet ihr vielleicht sowas selber schon mal beim Spielen mit Lavaseen? Habt ihr überhaupt mit Lavaseen gespielt? Und bis zum nächsten Mal. Ciao.